Ist das alles auf und werde einer von uns. Dann nehme ich dir die Dinge ab und du kannst spielen gehen. Aber du musst alles aufessen. Wow, das sieht köstlich aus. Wirklich. Sieht lecker aus. Oh, gut. Action oder Rätsel? Das ist eine Frage des Geschmacks, über die sich viele Fans der Resident Evil Serie nicht ganz einig sind. Doch kein Grund zur Sorge, im ersten DLC zu Resident Evil 7 kommen beide Fraktionen auf ihre Kosten. Zwei neue Videobänder und ein extra Modus warten für den Preis von etwa 10 Euro auf euch. Der Season Pass kostet ungefähr 30 Euro und die zweite Erweiterung steht bereits in der Pipeline. Sie erscheint am 14. Februar 2017. Die gewünschten Zusatzinhalte wählt ihr einfach aus dem Hauptmenü. Im Tape mit dem Titel Schlafzimmer müsst ihr dem besagten Raum und dem ekelhaften Fraß von Mutti Marguerite entkommen. Dieser Part besteht alleine aus Rätsel- und Kombinationsaufgaben. Die Mechaniken ähneln denen im Hauptspiel, dem beliebten Schattenspiel etwa, dürft ihr auch in Marguerites Schlafzimmer nachgehen. Sterben könnt ihr dennoch, etwa wenn Marguerite euch dabei erwischt, wie ihr Krach macht, oder wenn ihr die Platzierung von Objekten im Zimmer verändert. Bevor sie die Türe öffnet, solltet ihr euch wieder ins Bett geschlichen haben. Die Spielzeit dieser Aufgabe beträgt etwa eine halbe Stunde. Das zweite Video im DLC heißt Albtraum. Dahinter verbirgt sich eine Art Horde-Modus, bei dem ihr 5 Stunden bis zum Morgengrauen überleben müsst. Sämtliche Ausrüstung, also Waffen, Heilmittel und Munition, bezahlt ihr an der Werkbank mit Metallresten. Pressmaschinen stellen die Währung permanent her, ihr müsst den Schrott aber einsammeln, um ihn einzulösen. Gleichzeitig rennen allerlei Monster im Keller umher, die ihr nacheinander ausschalten müsst. Zusätzlich könnt ihr Nervengasfallen, Sprengfallen und Geschütze aufstellen. Je nach Highscore schaltet ihr neue Boni frei. Okay, ich will nach Hause. Der dritte und der letzte Part des ersten Resi-DLCs heißt Ethan Must Die und rüstet euch lediglich mit einem Messer aus. Die Monster richten noch mehr Schaden an, die Räume sehen teilweise anders aus, der Kisteninhalt wird per Zufall bestimmt, die Sterne geben dabei an, welchen Seltenheitsgrad das Objekt darin hat, und wenn ihr sterbt, verliert ihr alles. Hardcore-Spieler werden jauchzen, alle anderen wohl eher verzweifeln. Inhaltlich ist der DLC durchweg in Ordnung. Dass er so rasch nach dem Hauptspiel erscheint, hat aber durchaus einen bitteren Nachgeschmack.